Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum dritten Mal ist bei uns ein Festtagsmenü angesagt. Das Team vom Kochstudio hat für uns ein besonders festliches Weihnachtsmenü zusammengestellt und meine Kollegin und ich freuen uns, Ihnen auch das Rezept in gerafter Form vorzustellen. Wie auch in den letzten beiden Wochen war die Kamera beim Einkaufen dabei und wir möchten jetzt natürlich gerne wissen, was heute gekocht wird. Wenn mehrere Personen am Tisch sitzen, hat sich ein Braten noch immer bewährt. Der Kotmetzger hat uns einen gespickten Braten empfohlen, weil der besonders saftig bleibt und auch nicht darunter leidet, wenn die Gäste ein bisschen später kommen. Damit man in der Metzgerei nicht so lange anstehen muss, nehmen unsere Metzger ihre Bestellung ein bis zwei Tage im Voraus gerne entgegen. Neben dem Braten gibt es bei uns aber noch andere Köstlichkeiten. Oder nicht, Esther? Und wie? Als Vorspeise zuerst einmal eine Dorschsuppe mit Fideli. Dann ein gespickter Rindsbraten an Pilzrahmsoße mit einem Herdöpfelgratin und grünen Bohnen. Und als Dessert weisses Schokimus an Mangosauce. Und so ein anspruchsvolles Menü können auch Leute machen, die nicht eine ganze Mannschaft in der Küche zur Verfügung haben. Es ist alles eine Frage der Organisation. Darum fange ich mit dem Dessert an. Das braucht nämlich am längsten. Für die Pralinenmasse habe ich die Mandeln nicht zu fein gehackt. Zucker hellbraun karamellisieren, mit den Mandeln gut gemischt, alles auf dem Blech erstarren und grob hacken. Jetzt die Schokolade mit der Milch im Wasserbad schmelzen. Die Eigelb dazugeben, schaumig rühren und nach dem Abkühlen geschlagenen Rahm drunter ziehen. Dann das Eiweiß mit Zucker zu Schnee schlagen und mit dem Pralin unter die Schokolade ziehen. Die muss man jetzt während 3-4 Stunden im Kühlschrank fest werden. Dann kann man mit einem Löffel von dieser Mousse Bällchen abstechen und sie auf einer Mangosauce anrichten. Und mit ein paar Himbeeren und Mandeln garnieren. Und so würde das dann am Schluss aussehen. Ein überzeugender Auftakt zu dem Weihnachtsessen. Da kann man ja noch gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Mit dem Braten. Der wird zuerst ganz normal gewürzt mit Salz, Pfeffer und Paprika. Dann im heißen Öl rundum gut anbraten. Eine besteckte Zwiebel und ein Rüebli kurz mitdämpfen und mit Rotwein und Bouillon ablöschen. Das wär's dann für den Moment. Der Braten kann jetzt nämlich ganz allein eine Stunde lang zugedeckt weiterschmoren. Dann kommen noch die Steinpilze und Morcheln dazu. Und die Soße wird man mit Rahm verfeinern. Sie daheim haben jetzt genug Zeit für einen Herdäpfelgratin und für die grünen Bohnen. Wir hier im Studio müssen das leider überspringen, so schwärmen ja noch nach der Tagesschau da. Wir machen jetzt weiter mit der Vorspeise, mit der Dorschsuppe. Der Dorsch wird nach dem Antauen in Würfel geschnitten und sofort mit Zitronensaft beträufelt. Dann mit Peperoni, Rüebli-Streifli, Lauchring und Zwiebeln ein paar Minuten im Öl andämpfen. Mit Bouillon und geschälten Tomaten ziehen. Fischwürfel beifügen und nochmal kurz ziehen. Dann Fideli in die Suppe geben, während 5 Minuten fertig kochen und mit Safran, Paprika und Salz würzen. Wunderbar, wie das aussieht. Garniert mit diesen Peperoni-Streifli. Und der Duft. Schade, dass Sie das daheim nicht gerade selber miterleben können. Das war eigentlich der Höhepunkt unserer Rezeptserie für die Festtage. Nächste Woche geht es aber noch weiter, Esther. Stimmt. Und zwar zeige ich Ihnen, was Sie Ihren Gästen, außer Salzstängeli oder Chips, sonst noch zum Anstossen offerieren können. Nach dem grossen Weihnachtsmenü jetzt aber doch noch ein Blick ins Markenfeister. Neben der Medaille d'Or von Jakobs sehen Sie dort auch das Neueste von Dischlaf. Wer den Morgen mit dem unverwechselbaren Aroma von Medaille d'Or beginnt, weiß, dass der Beste von Jakobs auch das Beste aus dem Tag macht. Denn nur Medaille d'Or hat das beste Aroma bis zum letzten Tropfen. Jakobs Medaille d'Or. Jetzt gibt's neu die Schlaftabs. Die sind unglaublich stark. Ein einziges Tabs bringt so eine Kruste weg. Die Schlaftabs haben einen speziellen Eiweißlöser für maximale Sauberkeit und lupenreinen Glanz. Die Schlaftabs, das Maximum für Glanz und Umwelt. Eine ganze Reihe von Produkten, die Sie über die Festtage bestimmt gut brauchen können, offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Hier ein paar Beispiele. Die Ananas aus Ghana kostet nur 3,90 €.
und 100 Gramm norwegischen Rauchlachs kommen Sie über für nur 4,60. Zum Festtagsapero offerieren wir Ihnen zum Beispiel gesalzene Kambli Goldfischli im Duo für 2,60. Ihre Weihnachtsfotos werden ganz bestimmt ein Erfolg mit dem 36er Coop Color Film im Duo für 8,50 oder dem 36er Kodak Color Goldfilm im Duo für 11,50. Auch im Coop-Restaurant gibt es ein besonders feines Weihnachtsmenü, ein Schweinsteak an Morchelrahmsoße mit Nudeln, Käfer und Tomaten für 9,90. Lassen Sie sich also verwöhnen. Mit diesen Aktionshinweisen bin ich am Schluss vom 51. Coop-Studio dieses Jahr. Das grosse Weihnachtsrezept, das Ihnen meine Kollegin heute gekocht hat, finden Sie übrigens ausführlich und detailliert beschrieben in der Coop-Zeitung. Und wenn es Ihnen ebenso gut gefallen hat wie uns, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Ausprobieren.